Du Bastard! Nein, 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 nein! Oh nein, diese Schwanzdinger! Hallo, stirbst du auch mal? Oh. Okay. Ja, 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 ja. Irgendwo ist ein Kotzer. Ich hab's gehört. Kommst du jetzt nochmal? Oder? Oh Gott, jetzt stehen wir doch hier, wo die alle waren. Oh, das geht ja gar nicht. Oh, Minipack. Jo, und Impuls, Dings, Dingensbummens. Ihr wisst schon, ne? Schnell, wir wollen auf ins Finale. Wieder oben, ne? Das ist doch jetzt aber... Hallo? Ein bisschen... Nein, das ist ja schon... Gibst du auch mein Nein. Hallo? Gibst du nicht was? Ah, Doppelbastard. Ui. Nein! Oh, nein! Nein! Nein, 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 nein! Hau ab, du! Ah! Ich fluche jetzt nicht, ich fluche jetzt nicht. Nein, Isaac, lauf! Lauf, Isaac! Ah! Scheiße! Okay, 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 okay. Nein! Hallo? Wir haben gerade noch Rolf Günther hinter uns. Das kannst du ja nicht machen. Und du bist immer noch nicht... Na, Rolf... Nein! Nein! Na, fuck. Isaac. Isaac. Wir hauen immer ab. Haben wir keine Stahl mehr? Oh, du regenerierst dich jetzt nicht. Boah, das lassen wir jetzt einfach liegen. Hau ab. So, so, so. Schnell, 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 schnell. Nein! Oh, 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 oh. Auch aufpassen, dass Rolf Günther nicht kommt. Dieter! Dieter und Rolf Günther. Hast du nicht gesehen? Okay, okay, okay. Ja. Ich auch. Hallo, stirbst du auch mal? Du auch. Nein, 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 nein. Wir können uns gerade so schlecht bewegen. Oh. Schnell, 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 schnell weg. Okay, okay. Einsammeln und mitnehmen und ein... Ah! Mann! Blau, Forest! Ja! Oh, oh. Oh. Ah. Boah, hier ist ja echt die Party. Im vollen Gange. Nein. Nein. Kotzt sich selber voll. Forget it. Nein. Ei, ei, hallo. Ich hab Nein gesagt. Das kriegst du... Mann. Ah. Die da. Halt die Fresse. Na. Du, hör auf, dich zu regenerieren. Da kommen immer noch mehr. Ja, Rolf Günther ist ja gut. Oh Gott, einfach weg hier, einfach weg. Einfach weg. Einfach weg. Wohin? Oh, 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 oh. Ja, wir nehmen dich ja gerne auf, aber wohin? Halt ihn doch mal auf da hinten. Okay, alles einnehmen. Alles mitnehmen. Ja. Oh, 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 oh. Isaac, wohin? Okay. Ja, ja, ja. Gut, 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 gut. Oh, fuck. Ah. Hier steht ja auch noch Scheiße rum. Oh. Nein. Jetzt muss ich mal husten. Entschuldigung. Ah. Okay, einsacken, einsacken. Mitnehmen. Los, einfach laufen. Ah, Rolf Günther, du Penner. Ah. Ach, einfach weiter, einfach weiter, einfach weiter. No. Oh, fuck. Okay, nimm, 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 nimm. Okay, da geht's nach oben. Einnehmen. Boah, hektisch. Wie ein Textlog. Jetzt ein Textlog? Wo sind wir denn? Komm ich nach oben? Tightmans letzte Hoffnung. Boah, ich glaube, ich bin gar nicht in der Lage, dieses Scheißding zu lesen. Komm, das lesen wir später. Ist mir jetzt auch egal. Okay, nachladen. Alles, was geht. Hoshi, 8 hat sie. Okay. Boah, die kommt ganz gut.
das hektisch, ist das hektisch. Oh Mann. Hui, hui. Ich muss hier echt schlucken. Schlucken, große Schlucken, große Schlucken. Boah. Oh, jetzt ist mir übrigens eingefallen. Haha, hallo Dieter. Ich hau da mal kurz ab. Mir ist übrigens eingefallen, was ich noch sagen wollte. Ich hoffe, ich kann das Finale in längeren Abständen, also sonst sind die Folgen ja immer viertelstündig. Ich hoffe, ich kann die dann hochladen, etwa, weiß ich nicht, 30 Minuten länger, je nachdem, wie es dauert. Aber dazu brauche ich, um bei YouTube länger hochzuladen, eine Handynummer. Und ich besitze kein Handy. Geil, oder jetzt werden einige sagen, wie, du besitzt kein Handy? Ja, Leute, ich besitze auch keinen Fernseher. Ich schaue sowas nicht mehr. Nach RTL, Sat.1 und ProSieben ist das vorbei. Ach du Gott. Nee, nee, da war doch noch ein Gang. Nein, ich will zurück. Ich will zurück. Oh, Scheiße. Oh, ho, ho, ho. Oh, oh Backe, oh Backe, oh Backe. Oh fuck, ist das Ding scheiße groß. Ist ja riesig. Oh Gott. Wir sind angekommen beim großen Finale. Oh oh, ich mag das noch gar nicht so glauben. Und ich quatsche hier von YouTube und so einen Scheiß. Ja! Was? Oh, Tightman, du Penner. Oh! Isaac, oh Gott. Isaac, du musst überleben. Was? Was? Hä? Hä? Was, was, was? Ich hab doch eh gedrückt. Ey, Nine, soll ich mir hier... Hallo? Wunde Finger holen oder was? Ich hab doch gedrückt. Wie eine Bekloppte, wie so ein Zombie habe ich hier rauf getriggert. Das gibt's doch gar nicht. Ja, Tightman, komm her, du Bastard. Ja, 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 ja. Ah. Hört man das? Ah. Isaac, du bist ja... Du bist ja Robin Hood hier. Das gibt's ja gar nicht. Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen. Ja, 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 ja. Was? Hä? Hä? Was geht denn jetzt ab? Dein Körper ist der letzte, den wir für die Wiedergeburt brauchen. Was? Die Schöpfer müssen absorbiert werden. Die Schöpfer? Meinten Sie mich? Aber Stross sagte, wir könnten den Marker zerstören. Nicht, wenn wir dich zuerst absorbieren. Ich habe Ihnen vertraut. Oh. Ich pfeife auf Sie. Und auf Nein. Oh Gott, Nicole, du blöde... Ja, du Scientology. Ach, Gott. Nein. Nein. Oh Gott. Oh Gott, das ist das hier. Ein Symbol. Was? Nein, ich habe keine Zeit. Einmal da durchsäbeln, bitte. Einmal da durchsäbeln. Hallo, wer hat's bestellt? Ich! Hau auf! Isaac! Boah, fuck. Ich werde euch sicherlich nicht vermissen. Oh, ja. Geh weg. Geh weg. Hau ab! Oh, oh. Nein. Nein, ich will's gar nicht sehen. Oh Gott. Oh.
Okay. Okay. Ich habe bestimmt einen Puls von 180 zu, weiß ich nicht, 150 geschätzt. Wo ist sie? Wo ist sie? Lass mich alle in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Ja, mach ins Ganze dich auf. Nein, hau ab! Hau ab! Hau ab! Scheiße! Scheiße! Nein, hau ab! Ich habe keine Zeit für dich! Wo ist dieses Scheißherz? Wo ist es denn jetzt? Nein, ich gebe niemals auf! Weg! Hau ab! Wo ist denn das? Oh. Isaac, schieß! Mach sie alle ganz los! Nein, hau ab! Wow! Weg! Uff! Scheiße! Ja, ist ja gut! Nein! Oh! Hau hat's! Hau zu! Oh Gott! Was? Hallo? Nein, sie ziehen mich in den Abgrund! Das kommt gar nicht in Frage, Isaac! Oh Gott, Isaac! No! Oh Mann, verdammte Kacke! Oh Mann, ja, ist ja gut, wir wissen's, mach uns ganz, ja, ist alles schnieke, alles dufte, hast du wieder toll hingekriegt. Du bist der Schlüssel. Du mit deiner Unitology und deiner Konvergenz, die kannst du dir an den Arsch stecken. Hey, komm. Okay, wir brauchen eine andere Waffe. Weg. Gib auf, Isaac. Nein, nicht schon wieder. Scheiße. Ja, ist gut. Danke schön. Hey, schneid euch das am besten zusammen. Ja, nein, wir wollen es nicht nochmal sehen. Nein. Wunderhübscher Typ, Isaac. Toll. Wir kriegen sie einfach nicht aus unserem verdammten Kopf. Man muss aufpassen, die Kinder ziehen einen also runter, sie steht auch noch in der Nähe und dann müssen wir noch auf das Herz schießen. Das gefällt mir überhaupt gar nicht. Los, jetzt mach dich auf. Schieß so lange drauf, wie es geht. Nein, hau ab. Nein, nee, nicht da, da ist sie. Oh. Wo ist sie denn jetzt? Da ist sie. Na! Oh. Isaac, lauf mal ein Stück. Oh. Also sie halten wir uns vom Leib, wenn wir sie schießen. Die Kleinen können uns aber immer noch runterziehen. Das ist ein Problem, echt. Wo ist es? Boah. Ah, die formale Deiz Stück Scheiße. Ja, wir wollen ja auf weh tun. Ja! Ah, fuck. Nein, was ist denn jetzt schon wieder passiert? Oh Mann, Leute, ich krieg das nicht hin, echt. Das ist so hektisch. Ich nehme auch immer noch Medipacks und müssen Stahl. Siehst du, wie stark sie haben wir jetzt wenig. Auf ein neues und ein letztes, wie ich hoffe. Ich will endlich dieses Finale sehen. Nicole, halt die Fresse. Ja. Die ganze Zeit hat sie so getan, als ob. Nein, haut ab. Weg.
Du auch! Du auch! Mist! Ja. Wie? Hast du dich gerade teleportiert oder was? Hallo? Ey! Nein! Nicht am Abgrund. Ja! Scheiße! Nein! Oh, stirb doch! Wo ist es? Oh. Ah. Ja, ist gut. Danke, wir haben es verstanden. Scheiße. Nein! Niemals! Schnell, einholen. Oh. Oh, fuck. Nein! Scheiße, keine Starten mehr. Bitte, komm, diesmal muss das doch mal klappen. Oh Gott, die Hoshi ist mein Tool-Liebling. Nein! Oh Gott. Nein. Haut ab. Yo, fuck. Oh, meine Hand ist schon ganz steif. Nein. Ich weiß. Soll ja auch so sein, Bitch. Lad nach. Schieß. Oh Gott, wir haben es. Und jetzt laufen die Credits ab. Ich werde auch gleich noch ein paar Worte sagen. Ach, Isaac. Nervenaufreibende Stunden mit dir. War das ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich stelle vor, eine dumme Idee. Ich hätte auch noch eine. Ich koste euch da und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Alice ist zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass Sie diesmal nichts zu sagen haben. Aufpumpen. Oh. Ah! Wie? Was? Ich muss hier... Oh. Es ist noch gar nicht vorbei. Oh. Ja, ne? Uhuhuhu. Scheiße! Ah! Oh. Scheiße! Oh nein, echt? Ey, ich
Ich dachte, ich leg mich hier jetzt mal frisch in mein Sofa. Fall hier irgendwie, weiß ich nicht was. Vom Glauben ab und jetzt geht's schon wieder weiter. Ja, ne? So kann's kommen. Ah, und meine Framerate bricht ein. Hallo. Es ruckelt. Das geht jetzt gar nicht. Oh, oh, oh. Au. Ah! Ach, scheiße. Komm, geh an Bord. Ah, Ellie, helf mir. Ja! Ich versuch's ja! Wenigstens kann diesmal Ellie mal auf den Knopf drücken. Isaac, du hast es geschafft. Wir haben es geschafft. Wir alle. Leute, das war Dead Space 2. Wir sind am Ende angelangt mit unserer Reise durch den Horror. Und ich muss ja auch ehrlich sagen, also es war total aufregend. Ich als Spieler, ich habe mich gegruselt, ich war geschockt. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Im Endeffekt dennoch. Obwohl das vielleicht nicht ganz mein Genre war, wie ich am Anfang gesagt habe, es ist mein Genre geworden. Ich habe so mit Isaac mitgefühlt, es hat mich gepackt. Die Story war, ja, für einen Shooter muss ich doch sagen, eigentlich grandios. Und es war nie langweilig und es war echt eine Erfahrung, mal das hier durchzuspielen. Und ich kann nur sagen, boah, kauft's euch. Es ist doch ein Unterschied, das selber zu spielen oder halt eben auch nur wirklich zuzuschauen. Und ich kann auch nur sagen, ich hoffe, es hat euch gefallen, so wie mir es so Spaß gemacht hat. Ihr als Zuschauer hattet natürlich auch oftmals ein paar Fails von mir. Aber das gehört dann einfach mal dazu, zu so einem Let's Play. Und ich bedanke mich auch wirklich recht herzlich bei allen Leuten, die mir hier zugeschaut haben. Es war echt, boah, also ich bin so ein bisschen außer Atem. Auch das Finale gerade eben war gegen jeder Meinung eigentlich toll. Ich fand das schön inszeniert. Wir haben einen Abschluss gehabt. Und nicht, wie es vielleicht immer heißt, oh, das wäre vielleicht zu einfach oder sonst wie. Das hört man ja immer mal wieder aus allen Ecken und Richtungen. Also ich als normal, ich habe auf normal gespielt, immer noch weiterhin, muss sagen, doch, das hat mich, war ein bisschen knifflig, ne? So hat man ja gesehen. Ach Mensch, Leute, ich bin so ein bisschen geflasht, ne? Vielen, vielen, vielen recht herzlichen Dank an meine ganz lieben fleißigen Gucker und Abonnenten. Und um das einfach mal nicht zu vergessen, ich breche jetzt einfach mal so eine kleine Let's Player-Regel. Ich lese alle meine Abonnenten zum jetzigen Zeitpunkt einfach mal vor. In Reihenfolge, pass auf, tralala, 100, ich hoffe, ich spreche die ganzen Namen und mal richtig aus, bitte seid mir nicht böse. Ian 33, Revolution 98, Nee One Let's Play oder LP, Florian 7185, Shockwave 469, Traumfisch, Fluxocom, Timothy Plays, hallo, wie geht's Sam? Eloy 100, Phoenix oder Phoenix? 4646, hallo. Und Omania Gameplay und die beiden Terrorfischis, hallöchen. Ich bedanke mich bei euch allen, die mir hier zugeschaut haben. Und besonders euch, ihr habt mich ja abonniert. Und ich will eigentlich nur noch mal einen speziellen Dank, ja, einen habe ich ja vergessen, nicht ohne Grund. Derjenige möge es ja selber wissen. Vielen, vielen herzlichen Dank für deine Unterstützung. Du hast mir sehr geholfen, vor allen Dingen zum Anfang des Let's Plays oder überhaupt meiner YouTube-Karriere, denn das ist ja auch, man darf ja nicht vergessen, mein allererstes Let's Play gewesen. Und das, ja, also abgesehen von dieser allerersten Mass Effect-Aufnahme, ist das halt mein allererstes Let's Play und ich denke mal, ich habe mich gesteigert, ich werde noch so einiges verbessern, klar, das kommt alles noch hinzu.
Es ist schön, auch auf eure Unterstützung zu hoffen. Und an den YouTuber, den ich da jetzt so ganz heimlich vergessen habe, natürlich auch nochmal ein ganz großes Dankeschön. Und ja, die Credits laufen hier durch. Und wie viele Leute da auch an so einem Projekt arbeiten, ist Wahnsinn. Was haben wir denn hier so? Die Artists. Yeah, Flyband, Jessica Shen, Matthew Ma und die Jack und, oh Gott, viele, viele, viele. Ich kann es gar nicht alles vorlesen, das ist auch viel zu schnell. Oh, Miss Carol, Australia. Yeah, hallo, liebe Leute. Ihr seid gegrüßt an dieser Stelle. Dankeschön für dieses wunderbare Spiel. Und da wir ja jetzt schon so ganz gut am Quatschen sind, wollte ich eigentlich nur noch mal sagen, was ich ja auch überhaupt noch gar nicht gesagt habe, ne? Also Dankeschön an euch. Es geht natürlich weiter hier in diesem YouTube-Channel und ich habe auch noch so einiges geplant. Und die Credits musste ich jetzt schon zum zweiten Mal aufnehmen, denn mir ist beim allerersten Mal, wo ihr das Finale jetzt gerade eben gesehen habt, ist mir das abgestürzt oder ich habe wieder mal irgendeinen falschen Knopf gedrückt oder sowas. Das kann ja mal passieren. Habe ich es jetzt nochmal aufgenommen. Es ist allerdings auch schon wieder ein paar Tage her. Die Ausstrahlung müsste heute erfolgen. Ja, ich muss es euch sogar noch schnell zusammenrendern, cutten und hast du nicht gesehen. Und dann schnell hoch damit, damit ihr das Finale ja nicht verpasst. Es könnte ein bisschen länger werden. Und ja, das die Projekte, die eigentlich noch geplant sind, der Timothy Plays hat das schon mal angesprochen. Er würde sich gern auch so ein Witcher-Let's Play wünschen. Ich habe mir gedacht, vielleicht können wir da auch alle mal ein bisschen abstimmen. Natürlich mache ich das, was ich möchte, also worauf ich Bock habe. Wobei The Witcher ich schon kenne, es allerdings richtig viel Spaß macht. Es wäre aber so ein Mammutprojekt. Stimmt doch einfach ab. Ich werde das vielleicht auf der Kanalseite irgendwie mal als Abstimmung machen oder schreibt mir einfach eine persönliche Nachricht. Ich werde das mir merken oder mir notieren. Und was ich noch für mich als persönliches geplant hätte, wäre Lost Chronicles auf Zerzura. Das ist ein Adventure. Vielleicht mögt ihr ja das auch eher mal was anderes, was Neues probieren. Ihr könnt mir einfach mal, wie gesagt, auch eine persönliche Mail schreiben, denn machen wir das schon. Oder halt in den Kommentaren, wie es immer auch üblich war. Das würde mich natürlich sehr freuen. Was hätten wir noch im Angebot? Syndicate werde ich auf jeden Fall spielen. Ob ich das nun let's playe, ist denn eure Sache. Es soll recht schwer werden. Ist also Fail nicht ausgeschlossen. Ja, und damit habe ich eigentlich schon alles gesagt. Mass Effect 3 würde natürlich bald anstehen. Dead Space 3 soll bald, oder dieses Jahr jedenfalls, rauskommen. Das werden wir bestimmt let's playen. Ich will nichts versprechen, aber wir werden das mal im Hinterkopf behalten. Ach, Isaac, das war so aufregend mit dir. Ich musste das ganze Finale gerade noch mal wegen dir durchspielen. Verflucht! Ja, ich hoffe, wie gesagt, ihr hattet als Zuschauer ebenso viel Spaß. Es war wahnsinnig. Es war aufregend. Es war alles. Dieses Dead Space, boah, unglaublich. Oder, also wie gesagt, ich komme noch mal kurz auf diese Projekte zurück. Ich schweife hier einfach nur mal so ab, ne? Ach, was soll's, egal, komm, scheiß drauf. Ja, also, Mass Effect 3 soll ja im März rauskommen, ne? Also, wer das jetzt in einem Jahr sieht, entweder du hast es jetzt schon gesehen oder auch eben nicht. Und, ihr könnt ja entscheiden, Mass Effect 3, Syndicate, Lost Chronicles auf Zerzura. Das Adventure von den Machern von Black Mirror, das wäre vielleicht auch sehr interessant. Oder halt eben auch so ein Mammutprojekt wie The Witcher. Schreibt es in den Kommentaren, schreibt mir eine Pin, abonniert mich. Quatsch, nein, ich mache hier keine Eigenwerbung, sowas gibt's doch gar nicht. Ja, was gibt's mir eigentlich noch weiter groß zu sagen, als es war grandios, es war geil, es war spannend. Ganz famos und das hat mich mitgerissen. Ich war ja sehr empathisch mit unserem Isaac auch. Und ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen. Das sage ich jetzt bestimmt zum fünften Mal. Ihr könnt mich aufhängen, so viel ihr wollt. Ihr werdet mich hier sowieso nicht vom Quatschen wegbringen. Aufregend, aufregend. Hilfe, Hilfe. Mann. Ja, ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Oh, jetzt Stimmungsumschlag. Yeah! Rockmusik. Wie konnte es auch anders sein? Die Credits. Ah.
Ich laufe mir jetzt einfach mal durch. Und ich bin hier richtig durchgerast in meinen Aufzeichnungen, die ich mir alle gemacht habe. Hier. Was ich noch alles sagen wollte und wie toll es doch mit euch war. Und ihr habt ja so fleißig auch kommentiert. Und jeder hat mir so einen Daumen hoch gegeben und es war so toll. Und ich hoffe, ich konnte den Anforderungen gerecht werden. Und ihr hattet ja... Es war genauso aufregend für euch und ihr habt auch euch mal vielleicht ein bisschen schockiert. Wenn ihr es noch wisst, schreibt doch mal in den Kommentaren, ob ihr auch so eine Schockmomente hattet, wo ihr euch so richtig erschrocken habt, wo ihr dachtet, nee, also ich schaue das jetzt mit der Jorle nicht nochmal, also das kannst du ja nicht angehen lassen. Das ist viel zu aufregend hier. Schreibt es doch mal in den Kommentaren, das würde mich wirklich mehr interessieren. Ich habe gar nichts mehr weiter zu sagen. Haha. Vielleicht mal allgemein über das Spiel, so von der Handhabung und der Grafik. Ich weiß aus Dead Space 1, da ich das auch schon mal angespielt hatte, dass die Maus und die Steuerung allgemein sehr nachzieht. Ich muss sagen, das war hier in Dead Space 2 nicht mehr der Fall. Es war alles tutti, es hat sich sauber steuern lassen. Die Grafik war Bombe, jedenfalls für mich. Ich fand es richtig stimmig. Und die Empathie war jedenfalls sehr groß. Wir hatten zwar so einige Gutenberg-Räume, also so Copy-and-Paste-Marke, aber das fiel nicht weiter ins Gewicht, denn die haben ja die Räume auch sehr verändert und es fiel aber nur auf, ne? Ihr habt es bestimmt mitgekriegt, wer jedenfalls das Let's Play von Anfang verfolgt hat. Wen haben wir denn hier alles noch so? Gibt es hier was Interesting-mäßiges? Sarah! Wen haben wir denn? Special thanks to Becky and Apollo Roosevelt. Yeah, special thanks to Mom. Und Jericho. Gott, wie viele Leute da dran arbeiten. Das ist immer wieder erstaunlich. Thanks to my katana, Umbrella, for protecting me. Ja, alles klar. Gut, habe ich verstanden, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt. Er dankt seinem Katana und seinem Regenschirm und was haben wir denn noch so? To the love of my life. Oh, Lily and my awesome son Ian. Oder Ian. Ja, Dead Space 2 und ich habe die ganzen Credits durchgequatscht. Es ist ja unglaublich. Ich kann an der Stelle nur sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Let's Play. Von und mit und wenn es mit... Also ich bedanke mich natürlich genau bei dir. Du, ja, genau du. Du bist derjenige, der das Video angeguckt hat. Und deswegen bedanke ich mich bei dir. Und ich hoffe, wir sehen uns bei einem anderen Let's Play. Und dann sage ich erstmal tschüss. Vielleicht melde ich mich ja gleich nochmal. Wahrscheinlich. Mit einer so eine Quasselstrippe. Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen. Aha. Habt ihr alles mitbekommen, ne? Ich sag natürlich nichts dazu. Ich sag nur Markerstation 12, ne? Alles klar. So, Fortschritt speichern. Ja! Bitte! Bis Döttigen. Und jetzt müssten wir Tatsache auch was freigeschalten haben. Das zeige ich euch nochmal ganz kurz. Wer es jetzt nicht kennt, wer jetzt überhaupt noch dabei ist und wer mich gerade hier noch zuhört, wir haben jetzt das neue Spiel Plus Plus freigeschalten, ne? Da gibt es denn irgendwie, starte ein neues Spiel von einem abgeschlossenen Spiel. Anzüge und Waffen aus deinem abgeschlossenen Spiel, haha, stehen dir im ersten Shop zur Verfügung. Ja, das ist für diejenigen, die es vielleicht nicht kennen und wer mir ja, wie gesagt, jetzt immer noch zuhört. Und wieso schaltest du eigentlich nicht ab, Mensch? Dead Space ist vorbei, hallo. Geht nach Hause und schlaft euch mal ruhig aus hier nach diesem riesen Schock. Und ich sag einfach auch mal tschüss.